geht? Ich bin's, eure Becky, und ich bin wieder am Start mit einem neuen Video für euch. Ich dachte mir, wir schauen uns diesmal Probleme an, die nur Leute kennen mit langen Haaren. Vielleicht kommt euch ja auch einiges bekannt vor, wenn ihr lange Haare habt. Ich finde lange Haare so schön, aber manchmal kann man echt damit die größten Probleme haben und die nervigsten. Aber okay, ich will nicht so viel drum rumlabern und ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. Busch. Wow. Ich würde sagen, sie hat den Look perfekt hinbekommen. Und zu 99% sieht das einfach bei allen, die lange Haare haben, genauso aus. Guck mal, sie schämt sich schon. Sie hat einfach mal eiskalt ihre Hand vorm Gesicht. Aber es ist wirklich ätzend. Also ich kenne das einfach zu gut. Man versucht, sich einen perfekten Dutt zu machen, ja, mit seinen langen Haaren, aber nein, ganz im Gegenteil, es funktioniert einfach nicht. Ich wette, ganz, ganz viele kennen von euch auch das Problem und man wünscht sich, ja, dass sich eine Windböe gerade in dem Augenblick irgendwie existiert, wenn du ein Bild machst. Weil sonst sieht das so aus. Oh ja, das mit dem Haargummi liebe ich, aber das passiert nicht nur Leuten mit langen Haaren, jetzt mal ganz im Ernst. Aber doch, warte, Moment. Das Problem bei Leuten mit langen Haaren ist, wenn ihr das versucht zusammenzuziehen, dann reißt das. Kennt ihr das? Es ist euer letztes Haargummi. Und ihr wollt das nur ein bisschen straffer ziehen und dann geht's einfach kaputt. Es ist frustrierend. Ja, das kennt bestimmt auch alle. Immer dieses Büschel Haar an den Haargummis. Es ist so ätzend. Vor allem, das reißt ihr einfach mal so viel Haare aus. Deswegen lieber offene Haare. Ich habe es schon langsam aufgegeben, überhaupt mir irgendwelche Hochsteckfrisuren oder Pferdeschwanz zu machen oder sowas, weil ich habe langsam die Schnauze voll von sowas, ehrlich. Lecker! Ich würde sagen, ganz, ganz viele würden das Kotzen bekommen. Ihr bürstet euch einmal die Haare und dann sieht eure Haarbürste so aus. Ich könnte euch jetzt meine Haarbürste zeigen, aber ich glaube, ich lasse es lieber, weil das ist nicht appetitlich, Leute. Wie viel Haare man verliert. Es tut so weh, allein schon beim Hingucken, Leute. Oh mein Gott, das ist das Nervigste ever und es passiert mir jedes Mal. Und jedes Mal ist so ein Büschel Haar noch dran. Ich weiß nicht, was Reißverschlüsse so gegen lange Haare haben, aber irgendwann mal nimmt man das Ganze persönlich. Jetzt mal ganz im Ernst. Oh mein Gott, das kennen bestimmt auch so viele, die lange Haare haben. Ihr sitzt beim Friseur erstmal bis Ladenschluss. So einfach mal so, keine Ahnung, 8 Stunden sitzt ihr da, wenn ihr denn mal Haare schneidet. Und wenn ihr da sitzt, dann muss euch die Friseurin einfach mal komplett hochfahren, weil ihr solche Rapunzelhaare habt. Boah, bis zum Anschlag immer. Ist so. Das hatte ich auch schon in dem Probleme-Video, aber es ist wirklich so, bei langen Haaren hast du immer das Problem, dass sie sich in den Gurt irgendwie verheddern. Ich meine, ich liebe lange Haare über alles, aber es tut meistens so weh. Es gibt so viele Probleme, jetzt mal ganz im Ernst. Warum passiert sowas? Warum? Warum gerade im Sicherheitsgurt? Okay, das soll die einzige Möglichkeit sein, dich selbst, also deine kompletten Haare von hinten zu sehen. Mit dem Handy. Wer macht das auch von euch? Ich mach das auch. Ich mach das immer. Aber anders bekommst du das ehrlich gesagt nicht hin. Nee. Und die findest du überall auf dem Boden in deinem Haus. Oder auch in der Wäsche. Wer kennt das auch? Ich weiß nicht, geht das nur mir so, dass ich das nur mal in der Wäsche finde? Irgendwie hängen die an meinen Socken? Oder irgendwie, keine Ahnung, an meinen Pullovern oder so. Ich finde die immer in der Wäsche. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Oh mein Gott, das sieht so hart aus, so übel. Aber du weißt, dass alles, was irgendwie mit dir in Kontakt kommt, ja, mit deinen Haaren, irgendwie sich verheddern kann und nie wieder rauskommt, gefühlt. Das passiert auch meist mit solchen Kopfhörern. Ja, ist mir, glaube ich, auch schon mal passiert. Irgendwie hat sich auch schon ziemlich viel in meinen Haaren verheddert. Wow, es sind jetzt so schöne Haare. Ich weiß, vielleicht finden das einige von euch so extrem irgendwie zu lang oder so oder zu viel, aber ich finde das so schön. Aber wer kennt das nicht, dass deine Haare aussehen wie ein Shirt? Bei mir fallen die auch manchmal komplett rüber. Wie man sehen kann, man sieht gar nichts von meinem eigentlichen Oberteil. Wie lange Haare habt ihr eigentlich? Hat jemand von euch auch so richtig lange Haare? Ich finde das super schön. Oder deine Haare bleiben in allen hängen. Ich kenne das immer sehr gut bei Schrauben und so. Den Stühlen in der Schule, ja, ist immer dieses eine Problem, ne? Das reißt euch so richtig die Haare aus. Aber das kann natürlich auch passieren. Aber ich glaube, mir ist das noch nicht passiert. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ist halt so, wenn man lange Haare hat. Oh mein Gott. Das sieht so übel aus. Aber, jetzt mal ganz im Ernst, es kennt jeder mit langen Haaren. Man bleibt immer in den Ästen hängen und es tut so weh. Also nichts damit Natur erforschen oder so, so schön wandern gehen, wenn die das in der Schule vorschlagen.
Ey, das ist Horror für dich mit langen Haaren. Oder du wurdest schon mal dabei erwischt, wie dass irgendein Stift in deinen Haaren hängen geblieben ist. Es sieht wirklich ein bisschen verrückt aus, aber es kann vorkommen. Oh mein Gott, wenn ich jetzt schon wieder darüber nachdenke, ne, es ist mir schon so oft passiert, dass ich Stifte in den Haaren hängen hatte. Ich habe es nicht bemerkt, Leute. Also falls ihr mal was verloren habt, guckt erstmal in euren Haaren, ja? Vielleicht ist es da irgendwo drin hängen geblieben oder so. Oder deine Haare sind irgendwie unter irgendwelchen Gurten, unterm Rucksack, unter den Trägern oder so. Wow, es ist wunderschön. Und es kann richtig wehtun zum Teil. Guck so, mein Gott. Ihr Gesicht, Alter, auf allen Bildern. Ja, lange Haare plus offenes Fenster gleich Katastrophe. Ist so. Ich hasse es, wenn jemand plötzlich das Fenster aufmacht. Das geht nicht mit langen Haaren. Das geht einfach nicht. Du kannst es nicht genießen. Klimaanlage, jo, chill, alles okay. Aber offenes Fenster, das geht einfach nicht. Oh ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele haben mit so schulterlangen Haaren. Auch dasselbe Problem. Ihr macht das Fenster auf, Wind kommt und ihr habt vielleicht ein bisschen Lipgloss auf den Lippen. Das passiert, Leute. Das ist irgendwann mal so eklig und passiert andauernd. Der Lipgloss hält sowieso dann nicht. Wozu Lipgloss benutzen? Ehrlich, bei langen Haaren brauchst du das gar nicht. Oh mein Gott, sowas meinte ich. Eure Haare sind so lang, dass sie immer das Muster verdecken? Leute, seht ihr irgendwas? Was soll da bitte stehen auf meinem Shirt? Ihr seht das nicht, ne? Jo, eigentlich müsste man das so immer tragen, aber es sieht leicht bescheuert aus. Muster und Aufdrucke bringen dir im Prinzip gar nichts bei langen Haaren. Sieht man sowieso nicht. Wow, also... Das ist ja schon gefährlich, wie sie schläft. Jetzt mal ohne Scheiß, wie will sie atmen vernünftig, wenn ihre Haare so liegen? Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn euch das schon mal passiert ist. Kennt ihr dieses Problem, dass Haare sich in der Nacht um euer Gesicht wickeln? Oh, das sieht so hart aus. Allein schon, wenn ich das sehe. Die arme Pizza. Aber ihr fragt euch erstmal immer, ob das von jemand anderes das Haar ist. Kennt ihr das? Und dann müsst ihr leider feststellen, unangenehmerweise, dass es euer Haar ist. Ekelig! So ekelig! Ach, das ist das ekligste ever. Ehrlich. Boah, vor allem so ein richtig langes Haar. Oder du hast schon mal mindestens einmal in deinem Leben jemanden gefragt, ja, ob du deine Haare schneiden sollst, weil die so extrem lang sind. Wer hat das nicht auch schon gemacht? Das macht jeder, wirklich jeder mit langen Haaren. Und am Ende, wisst ihr, was dann passiert? Ihr wisst das bestimmt. Man schneidet sich höchstens die Spitzen ab, ja? So ein Zentimeter. Man verändert eigentlich null irgendwas an seinen Haaren. Oder ihr bleibt an irgendwelchen Türen hängen. Ja. Ist euch das schon mal passiert? Dann schreibt das mir mal gerne. Ich weiß nicht, ob das mir schon mal passiert ist. Ich glaube nicht. Das sieht auch ein bisschen hart aus bei ihr, ne? Aber das Erste, was man macht, ist natürlich ein Selfie machen damit, ne? Darauf will ich sofort kommen, als Erstes. Meine Mutter ist losgegangen und hat 5 Liter Shampoo und 5 Liter Conditioner gekauft, weil wir so viel benutzen. Oh, Alter, 5 Liter? Auch noch ein Coconut Conditioner. Kann mir das jemand bitte schenken? Ich brauche das auch unbedingt. Bei mir gehen die Dinger mal so schnell leer. Wirklich so schnell. Ihr habt so lange Haare. Shampoo und Conditioner sind super schnell leer. Aber 5 Liter, Alter, das würde erstmal für ein bisschen längeren Zeitraum echt dein Leben retten. Ohne Mist jetzt. Kennt ihr das, wenn ihr was isst und eure Haare sehen so aus? So richtig flottrig und so. So voll viele Krümel in den Haaren. Irgendwie findet ihr noch das halbe Essen in euren Haaren wieder. Es ist einfach so. Oh ja, wenn der Föhn deine Haare frisst. Ich liebe es. Und das Geräusch und der Geruch von verbrannten Haaren. Horror, wenn du deine Haare föhnen musst. Man nimmt ein Handtuch, man wickelt sich das so rum und es ist einfach zu kurz für eure Haare. 3 Viertel hängen doch so raus. Und es sieht so aus. Es sieht wirklich genau so aus. Das habt ihr auch mindestens schon einmal mit euren Haaren gemacht, wenn ihr lange Haare habt. Einfach aus Langeweile oder für ein Bild oder so. Einfach so. Ich weiß nicht, warum man das macht, aber man macht das. Sieht schön aus, oder? Oder so sieht das immer, bei jedem, bei allen so aus, ja? Wenn ihr ein Pferdeschwanz euch machen wollt oder ein Dutt oder so, so sieht das aus. Betten? Ich bin mir sicher, es ist wirklich so. Das ist voll gruselig. Irgendwie komisch, dass alle das gleich machen, oder? Findet ihr das nicht ein bisschen seltsam? Oder fast alle Menschen machen das gleich, auf die gleiche Art und Weise. Das ist auch irgendwie voll cool. Gruselig, aber cool. Sie braucht einfach mal 83 Bobby Pins
um ihre Haare oben zu behalten in der Nacht. Aber es ist so, wenn du es bombenfest haben willst und das eben nicht passiert, dass das Ding runterfällt, dann brauchst du so viele. Eine ganze Packung. So Leute, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Ich muss ehrlich sagen, mir kam so viel bekannt vor. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob es euch auch so ging. Kennt ihr davon auch fast alles oder alles sogar? Dann schreibt es mir auf jeden Fall. Und was findet ihr am nervigsten davon? Was hasst ihr so mega arg? Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hab euch so, so doll lieb. Und ja, bye!